Unmittelbar am Nationalpark Kellerwald-Edersee liegt die Arche-Region Kellerwald-Frankenau und Umgebung. In der Arche-Region werden seltene und gefährdete Haustierrassen erhalten, geschützt und gezüchtet. Inzwischen gibt es um Frankenau rund 50 verschiedene rote Listearten bis hin zum Geflügel. Schafe, Ziegen, Pferde, Kühe werden von den örtlichen Landwirten zur Pflege des artenreichen Grünlands eingesetzt. Ein Kennzeichen ist die kleinflächige Landwirtschaft mit Äckern und Grünland, oft mit Mutterkuhbeweidung, immer wieder unterbrochen durch Hecken und Feldgehölz, die den Lebensraum für zahlreiche Tiere wie Säugetiere, Vögel und Insekten bieten.